Kein Tag hat sich so ins kollektive Gedächtnis der Welt, der USA und der Menschen eingebrannt. Die Bilder, die Geschichten, aber ebenso die Konsequenzen. Jedoch fehlten knapp 20 Jahre lang die Stimmen derer, die den Tag in New York City, im Pentagon und anderswo, in Pennsylvania und anderswo erlebt hatten und überlebt hatten. Garrett M. Graff hat nun diese Stimmen zusammengetragen aus Archiven, Dokumenten und Interviews, Zeitzeugeninterviews und hat die Stimmen der Zeugen, der Helfer, der Überlebenden und Einsatzkräfte zusammengetragen und dabei eine überwältigende und daraus eine überwältigende Erzählung gemacht. Es geht um das Buch Auf einmal diese Stille, die Oral History des 11. September. Kurz zu Garrett M. Graff. Er wurde 1981 geboren, studierte Geschichte in Harvard, ist Herausgeber des Politico Magazine, regelmäßig um seine Beiträge erscheinen regelmäßig in der New York Times, dem Esquire und dem Rolling Stone. Regelmäßig tritt er auch als Politikexperte bei CNN auf. Und auf einmal diese Stille, die Oral History des 11. September, um das es jetzt geht, ist sein zweiter New York Times Bestseller. Komme ich einmal kurz zum Inhalt des Buches. Eigentlich weiß so gut wie jeder ab einem gewissen Alter oder über einem gewissen Alter, wo er am 11. September 2001 zum Zeitpunkt der Anschläge gewesen ist. Was als ganz normaler Tag begann, wurde zur größten und zur tödlichsten Terrorattacke der Welt, die bis heute viele prägt und auch viele Kriege und einige Kriege im Nahen Osten auslöste. Gleichzeitig löste die Terrorattacke weltweit Angst und Schrecken aus, zeigte aber auch, wie viel Mut, Stärke und Kraft der Mensch hat und haben kann, speziell in solchen ungewohnten Situationen, die viele auch überfordert. In New York starben an dem Tag 2606 Menschen, 125 im Pentagon und 206 weitere in Flugzeugen, wobei die Zahl der Opfer weit über die Zahl der Toten des 9/11 hinausgeht. Entweder durch Verluste von Kindern, die einen Elternteil verloren, es gab auch Opfer bei Aufräumarbeiten und durch Verletzungen, physisch wie psychisch. Garrett M. Graff skizziert in seinem Buch die Ereignisse in New York, in Pentagon und in Pennsylvania, wobei mein Eindruck ist, dass der Fokus vor allem auf den Ereignissen in New York liegt, wo auch am meisten sozusagen geschehen ist mit dem Einsturz der Zwillingstürme. Und dabei erzählt er auch, also im ganzen Buch, das ganze Buch sehr detailliert, lässt die Ereignisse detailliert nachvollziehen, nachverfolgen und er lässt dabei sozusagen, wie gesagt, schon Zeitzeugen der verschiedensten Anschlagsorte zu Wort kommen und von ihren Erlebnissen erzählen, aber auch von ihren Gefühlen, Ängsten, Befürchtungen. Und wie sie sozusagen die Situation in den Tagen vor, am Tag vor dem Anschlag, aber auch vor allem in den Tagen und Wochen nach dem Anschlag erlebt haben. Dabei erzählen die Zeitzeugen vom Tag des 11. September, aber auch von den ersten Minuten nach dem World Trade Center, nach dem ersten Einschlag. Moment, so. Über den zweiten Einschlag bis hin zum Einstürzen der beiden Türme, aber auch von den Aufräumarbeiten in New York City und auch von den Aufräumarbeiten im Pentagon bzw. auch in Pennsylvania. Genau. Gleichzeitig wird in dem Buch auch der Weg von US-Präsident Bush, der erst wenige Monate zuvor ins Amt eingeführt worden ist, nachgezeichnet und rekonstruiert auf einem Artikel
über den Weg des US-Präsidenten beruht eigentlich auch das Buch. Und gleichzeitig auch wird die Stimmung an Bord der Air Force One nachgezeichnet, ebenso wie sozusagen die Arbeit von Verteidigungsminister Rumsfeld im Pentagon und wie er die Situation erlebt hat. Zu Wort kommen Feuerwehrmänner und Frauen aus New York, aber auch aus von den anderen Orten, Secret Service Agenten, Rumsfeld selber, Mitarbeiter des Stabs von Rumsfeld, aber auch von Bush, von Präsident Bush, genau, und kommen auch Überlebende vor zu Wort aus den Twin Towers, und es kommen aber auch Polizisten des NYPD, der Port Authority zu Wort und Piloten, Militärangehörige, also ein ganz breites Feld. Und was ich auch interessant fand, was auch spannend war an dem Buch, fand ich zumindest, dass auch Aufzeichnungen der Gespräche von, mit der Flugraumüberwachung auf dem Buch aufgenommen wurden, dass da dann die entscheidenden Sekunden aus dem Cockpit berichtet oder nachgezeichnet werden und dass auch Sprachnachrichten von Angehörigen aus den Flugzeugen in das Buch an ihre Angehörigen zu Hause auf dem Boden gesendet werden, nach dem Motto, ja, hier passiert jetzt gerade irgendwas Schlimmes, ich liebe euch, ich habe euch lieb, mir geht's gut, macht's gut, vielleicht werden wir uns nicht mehr sehen, macht's gut, so nach dem Motto. Und genau, gleichzeitig werden schon, wie erwähnt, vor allem die Bergungs- und Aufräumarbeiten nachgezeichnet. Und ja, genau, komme ich jetzt einmal noch zum Fazit des Buches. Es ist ein sehr detailliertes Buch über die Zeitzeugen vom 11. September, das den Leser intensiv die Ereignisse nochmal aus der Sicht der Zeitzeugen und der Überlebenden erleben lässt, also von Leuten vor Ort, von den Anschlagsorten, und auch Einblick in die Gefühlslage, die aus Verwirrung, Angst, Unsicherheit, Sorge um Angehörige, aber auch aus Erleichterung, dass eigene Angehörige überlebt haben, besteht. Eindrucksvoll fand ich an dem Buch, wie doch gleich, ich glaube, die Einstürze erlebt wurden, beziehungsweise wie der Einschlag im zweiten Turm irgendwie, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, auf jeden Fall ein Ereignis, beschrieben worden ist. Und ich fand es auch interessant, einfach zu sehen, sozusagen aus Sicht der Opfer, der Überlebenden, der Angehörigen, die irgendwie einen Familienteil, einen Vater, einen Ehemann, einen Partner, einen Sohn etc. verloren haben, aber gleichzeitig, wie die das berichten, aber auch gleichzeitig, wie auch berichtet wird, von großer Unsicherheit, ob jetzt der Partner überlebt hat und sich erst am Abend herausstellt, er hat überlebt und man eigentlich schon mit dem Worst-Case-Szenario gerechnet hat. Genau, und es ist, wie schon gesagt, eine eindrucksvolle und fesselnde Sammlung, meiner Meinung nach, von Interviews, die den Tag kleinschrittig erzählen und eine besondere Atmosphäre durch vielschichtige und durch unterschiedlichste Interviews und Interviewpartner nochmal ein anderes Bild entstehen lassen von einem Tag, von dem man auch als jemand, der, sage ich jetzt mal, am 11. September 2001 das noch nicht so wahrgenommen hat,
dass man da, wie sozusagen der Tag von Zeitzeugen erlebt wurde. Genau. Ja, das sollte es auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche Freitag definitiv zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal wieder. Und ich sage tschüss, bis dann, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche, wie gesagt, wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und einen Like da zu lassen. Bis dahin, macht's gut.